was young, just a little native girl. My mother told me, don't get blind. Ja, da sind wir wieder. Wie ihr seht, nicht mit der MT-10. Heute bin ich mal unterwegs mit meiner Zweitmaschine, mit der MT-07 von Yamaha. Die kleine Schwester von der MT-10, oder die ganz kleine Schwester eigentlich. Auch ein schönes Bike. Macht auch sehr viel Spaß damit zu fahren im Grunde. Diese Maschine fahre ich aber überwiegend halt im Winter, diese Maschine, weil mir dafür meine MT-10 zu schade ist. Ja, ihr seht, das Wetter ist draußen super, aber ich fahre die MT-07. Warum fahre ich die MT-07? Ja, bevor ich das erkläre, noch ganz kurz zur Entschuldigung. Die Bildqualität wird heute ein bisschen schlechter sein, weil ich mit meinem Sehner heute aufzeichne, mit dem Sehner 10C. Da ist die Kamera nicht so gut wie mit den GoPros. Die GoPro war an meinem anderen Helm befestigt. Muss ich jetzt erstmal diesen Helm befestigen hier. Ich habe mir einen neuen Helm geholt, weil der alte nicht mehr funktionsfähig ist. Wo wir schon zum Thema kommen eigentlich, worum es geht. Die MT-10, die wollte nicht mehr mit mir. Ich immer noch mit ihr, aber irgendwie war da eine Kurve und da wollten wir beide nicht gemeinsam durch. Wir mussten uns in der Kurve trennen, ungewollt. Maschine ist eingeschlagen in der Kurve, im Graben rein. Ich an der Straße entlang gerutscht halt, über einige Meter, ich glaube 30 Meter waren es. Und ja, Resultat vom Gutachter, Neupreis der Maschine 13,6. Wiederbeschaffungswert mit Wiederaufbau der Maschine 14,5. Heißt, Maschine ist ein Totalschaden. Ja, das ist so ein Ding, was mir richtig wehtut. Das ist die eine Sache. Todtraurig, weil ich die Maschine letztes Jahr im Winter so geil aufgebaut habe. Ich habe die Felgen lackieren lassen, die Fußrastanlage lackieren lassen, die Maschine komplett vollfolieren lassen in Chromrot. Eine Farbe, wie sie keine andere hat im Grunde. Die Maschine war halt ein Unikat. Ne? Und das ist halt, wie gesagt, das ist eine Sache, die kriegst du nicht mal eben so wieder gekauft oder wieder hergestellt. Die Maschine ist, ja, so wie sie ist, kaputt, und die wird es so auch nie wieder geben. Also ich werde, ne, das Motto ist ja Iron Man, darum auch der Iron Man Helm, die Folierung der Maschine, wird es so in der Form nicht wieder geben. Mal gucken, ob ich im Winter jetzt, wenn ich Langeweile habe, mir ein neues Motto einfallen lasse, mein neuer Helm, den ich jetzt habe, ja, ist auch wieder so ein Marvel Helm im Grunde, nicht Iron Man, ist ein anderer Helm im Grunde. Weil er mir richtig gut gefallen hat, habe ich mir jetzt schon einen neuen Helm geholt. Die Freisperrrichtung ist montiert an dem Helm schon. Das ist alles soweit funktionsfähig. Die GoPro. Dafür brauche ich noch so einen Spezialkleber, um die festzumachen am Helm. Darum jetzt entschuldigt für die schlechte Bildqualität, die jetzt hier gerade läuft. Geht halt nicht anders jetzt. Bin ja froh, dass ich überhaupt ein bisschen was filmen kann hier. Ja, wie gesagt, die Maschine ist auf jeden Fall im Graben, die Maschine ist ein Totalschaden. Die Maschine an sich wird es so nie wieder geben, die Maschine wird jetzt verkauft an Aufkäufer. Und ja, den Rest wird es dann vor der Versicherung geben, oder gab es schon soweit. Ich habe mal schon was Neues gekauft, was Neues steht schon bei mir zu Hause in der Garage. Aber komplett zerlegt,
weil ich die Maschine umbauen möchte. Es ist nichts ganz Neues, was Neues gebraucht ist im Grunde. Wie ihr in anderen Videos von mir schon erfahren habt, im Grunde war ich ja eh schon gucken, so ein bisschen, ne, an Liebäugeln, ne, mit der Aprilia Torino damals mal. Die ist aber nicht geworden, weil die mir überhaupt nicht lag irgendwo, ne, weil das für meinen eine Sache, die ich so fahre, diese Maschine nicht gebrauchen kann. Könnt ihr mal überlegen, was es geworden ist im Grunde, könnt ihr mal in die Kommentare unten reinschreiben. Ne? Vielleicht kommt ihr ja drauf. Maschine ist auf jeden Fall da, die neue. Es sind viele Teile bestellt, die Woche jetzt überkommen werden, die ich jetzt die Woche über montieren werde. Und ich hoffe, dass ich am Wochenende dann mit der Maschine fahren kann. Ich werde sie euch vorstellen, die Maschine. Wichtig für mich aber im Grunde jetzt erstmal, dass ich den ganzen Sturz überlebt habe. Und da appelliere ich an euch wirklich, Leute, fahrt mit Schutzkleidung. Fahrt mit Schutzkleidung, denn die hat mir so ein bisschen, hat mir richtig den Arsch gerettet. Ich hatte einen Lederkombi an. Ja, wie der jetzt aussieht, seht ihr im Bild gleich hier. Na, ich gehe es mal kurz einblenden. Na, die Jacke hat es richtig getroffen. Die Hose, ja, die Hose geht noch. Hat ein paar Schleifspuren, die Hose. Ja, den Helm hat es zerlegt, weil ich mit dem Kopf auf dem Asphalt entlang geschliffen bin. Schade um den Helm, aber na, da sage ich wieder, man sollte nie am Helm sparen. Und dieser Helm war nicht gerade billig, dieser Ironman Helm. War ein Helm vom HJC. Der hat gehalten, am Kopf habe ich überhaupt nichts gehabt im Grunde. Boah, was schmeißt du hier am Detter rum? Ein bisschen Abstand halten hier. Ja, der Helm, der hat gehalten im Grunde, weil es ja kein billiger Helm war, na, der hat richtig stark gehalten. Wie der Helm jetzt aussieht, zeige ich euch auch mal ein Bild hier. Ja. Wie die Maschine aussieht, verzeiht es mir, aber das möchte ich jetzt nicht gerade zeigen hier. Da möchte ich auch keine Bilder hier einblenden, weil ich denke mal, wenn ihr hört, Wiederaufbauwert 14.500 Euro, könnt ihr euch vorstellen, wie die Maschine aussieht. Ja. Ja, also wie gesagt, die Maschine wird nicht mehr auftauchen hier bei mir. Ihr seht mich jetzt erstmal mit der Impton 7 jetzt hier heute fahren. Wenn ich zum Wochenende die neue Maschine fertig habe, dann ja, melde ich mich mit der neuen Maschine zurück. Werde es euch kurz vorstellen, werde euch zeigen, was ich dran umgebaut habe. Jetzt erstmal, ne? Was ich dran umgebaut habe und ob ich dann wieder so einen radikalen Umbau mache, wie bei der anderen Maschine, das werde ich ja dann über Winter entscheiden, wenn ich Langeweile habe. Ideen hätte ich. Oder eine Idee habe ich schon. Ne? Mal schauen, mal gucken. Ne? Aber wie gesagt, das alles später. Wichtig ist im Grunde erstmal, ich bin glimpflich davon gekommen mit dem Schrecken im Grunde. Ein paar Schürfwunden, eine Rippenprellung, die sehr weh tut, aber mittlerweile wieder geht. Darum fahre ich auch wieder Motorrad jetzt hier. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass da jetzt nichts Schlimmes passiert ist. Also Material kann man ersetzen, im Grunde mich kann man nicht ersetzen. Ich bin nach dem Unfall direkt aufgestanden, im Grunde war alles gut, ne, halt nur Schürfwunden und halt die Rippenprellung. Und wie gesagt, hab dem lieben Gott auch immer schon gedankt dafür. Ne? Und ja, wichtig für mich auch wieder, dass ich wieder drauf gehe auf die Maschine. Das habe ich direkt gemacht bei der Probefahrt mit der neuen Maschine. Dann jetzt, wie ihr seht, mit der MT-07 hier. Da war ich ganz kurz waschen jetzt. Und ja, wie gesagt, seid gespannt, was demnächst kommt. Aber erwartet nicht eine voll folierte Maschine. Es wird die Maschine geben, die ich jetzt erstmal gekauft habe. Die ist und bleibt erstmal serienmäßig mit kleinen Veränderungen. Und wie gesagt, über den Winter über werde ich mir dann da halt so meine Gedanken machen, ob ich was verändere oder ob ich es so lasse. Wir schauen mal. Okay, seid gespannt, was bald kommt. Na, und wichtig, dass ihr auf dem Laufenden seid, warum jetzt eventuell keine Videos mehr kommen mit der MT10. Na, darum dieses Video hier. Und alle weiteren Videos, die jetzt kommen werden, im Grunde, werden alle dann mit der neuen Maschine sein. Wenn ich die nicht fertig habe, dann müsst ihr euch mit der MT07 begnügen hier erstmal, bis die neue fertig ist, aufgebaut ist. Aber ich denke, ich bin da guter Dinge, dass ich das am Wochenende hinkriege jetzt. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht hier im Grunde, könnt ihr davon ausgehen, dass eine Woche später dann das Video kommen wird mit der
neuen Maschine. Oh, ich will ja mal den Namen sagen schon. Da muss ich mich echt zurückhalten hier so ein bisschen. Ich sag mal, ihr werdet sehen. Ne? Ja. Aber ich habe ja die Maschine auch noch hier zum Fahren, wenn nicht. Aber wie gesagt, seid gespannt. Ich sag mal, bis dahin, ne? Wie gesagt, der liebe Gott, der hat es gut mit mir gemeint. Ich weiß das zu schätzen. Ich weiß noch nicht, woran es gelegen hat, was da passiert ist im Grunde. Das ist mein größtes Problem, weil ich die Strecke in- und auswendig kenne. Aber wenn was auf der Straße liegt oder so weiter, da kannst du nichts machen. Ja, dann haut es dich einfach um. Ja, wie gesagt, ist passiert. Ich bin noch hier. Material kann man ersetzen. Material ist ersetzt und ich bin bald wieder da in alter Form. Mit der neuen Maschine. Ja, und sag mal, bis demnächst. Ciao. Bis dahin, euer Marco Mack. Ciao.